Hallo, ich habe heute mal ein etwas anderes Thema für euch. Und zwar wollte ich mal über das Verhütungsmittel Nummer 1, die Pille halt für die Frau, erzählen. Warum ich das mache, werden sich jetzt bestimmt einige denken, was hat das jetzt irgendwie damit zu tun oder was willst du jetzt? Und zwar bin ich ja schon etwas älter und benutze halt die Pille schon etwas länger. Ich habe eine ganze Weile immer die Lamuna 20 benutzt. Hab die damals auch einigermaßen okay vertragen. Und ja, der Hormonhaushalt war ganz normal, auch der Zyklus war normal. Und dann habe ich die irgendwann nicht mehr genommen. Warum, wieso, weshalb, weiß ich auch nicht mehr. Und dann bin ich halt normal irgendwann wieder zum Frauenarzt und hab, nee, Quatsch, ich habe die halt dann genommen. Und dadurch, dass ich ja ins Solarium gehe, hatte ich so Pigmentstörungen hier, so, also so fleckmäßig hier und hier zwischen den Augenbrauen. Also so ein Fleck, der halt immer größer wurde. Und dann bin ich halt zum Frauenarzt und habe auch gegoogelt. Und da kam halt viel vor in den Recherchen, dass das durch die Hormone zusammenhängen kann. Diese Hautpigmentierung und die Hormone, dass das dann irgendwie dadurch entsteht. Okay. Ich dann natürlich wieder Termin gemacht beim Frauenarzt, normale Untersuchung, habe ihr das erzählt und so. Und sie sagte, ja, das ist oft so, dass diese Pigmentstörung durch die hormonelle Behandlung entstehen kann. Und sie rät mir halt eine andere Pille, eine östrogenfreie. Ich so, okay, ja, hat sie mir die genannt. Und die nimmt man halt durchgehend. Man kriegt dann auch nicht mal seine Tage. Ist halt auch ganz gut. Und dann habe ich aber vorher gegoogelt. Das ist die Jubrele, heißt sie. Und dann habe ich auch ein Video auf YouTube gefunden über die Pille, was auch schon für sich gesprochen hatte. Und ja, dann habe ich die genommen und nehme die seitdem 4 Monate jetzt ungefähr oder 5 sogar schon. 5 Monate. Und ich hatte halt von der Lamuna, dass wirklich irgendwann anfing, dass halt die Brust richtig schmerzte, also wirklich richtig Schmerze, wo ich dann wirklich in der einen Woche, wo ich die abgesetzt hatte, macht man ja die Pillenpause, eine Erleichterung war. Also es wurde halt immer schlimmer und dann halt diese Pigmentstörung war schon echt nervig. Und ja, und auch irgendwie so komische Laune hatte ich dann auch schon teilweise bekommen. Und jetzt mit der Jubrele ist das gar nicht. Also die Pigmentstörungen sind echt weggegangen. Ich habe das immer dann schon mit Concealer abgedeckt hier und hier. Das ist weggegangen. Keine Schmerzen. Meine Fingernägel, die wachsen. Also ich muss die immer schon kürzen. Ich habe ja immer, wer meine Videos schon länger kennt, der weiß, dass ich immer brüchige Fingernägel hatte. Immer. Die wachsen, ich muss die selber kürzen. Und ja, also das ist schon auch nochmal. Dann habe ich auch das Gefühl, dass meine Haare schneller wachsen. Vor allen Dingen, das ist wieder ein Nachteil. Ich habe das Gefühl, man muss sich fast jeden Tag rasieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Beine, ich rasiere meine Beine, meine Arme, alles. Also alles, wo man rankommt, wird rasiert. Dass ich wirklich, wenn ich morgens halt rasiere, abends schon wieder so leicht stoppelig ist. Aber das habe ich auch schon in dem YouTube-Video gesehen. Das kann ich euch mal unten verlinken, wenn ihr da mal Interesse habt. Sie erklärt das auch nochmal richtig gut. Ja. Also das ist halt ein Nachteil. Aber dadurch, dass sie, wenn die auf dem Kopf dann schneller wachsen, ich war jetzt letztens wieder beim Friseur zum Schneiden, das ist halt der einzige Vorteil. Ja, was kann ich noch dazu sagen? Preislich, weiß ich jetzt gar nicht, weil es ein Privatrezept ist. Ich habe jetzt hier, das ist hier die Pille, aber ich habe jetzt hier die günstige Variante von der Jubrele, die Desogestrel heißt
heißt die. Ja, also die habe ich jetzt. Und sieht man ja ganz normal Pillendings und die nimmt man durchweg durch. Also ohne Pause. Und ich vertrage die richtig gut. Keine Brustschmerzen mehr. Das war echt so ätzend mit dieser Lamuna 20. Und ja, das wollte ich euch mal kurz dazu sagen. Ist vielleicht ein anderes Video. Wenn euch sowas in der Art vielleicht mal interessiert, nicht immer nur Beauty und sowas, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ja, ich weiß schon, dass wieder, ja, es kommen bestimmt ein paar dumme Sprüche, aber naja, ich wollte halt einfach mal meine Erfahrung mit der Pille euch mitteilen, weil das ist ja halt gerade für Frauen, das ist ja ein großes Thema und ja. Gut, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Meine Haare sind heute ein bisschen durch den Wind. Naja. Na gut, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.